Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Vater Josef, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße euch. Guten Abend. Heute gedenken wir des Namens Mariens. Maria hat nicht gewusst, auf was sie sich einlässt, als sie ihr Ja zu Gott aussprach. Sie hat sich voll und ganz auf Gott eingelassen und ihm vertraut. Sie scheint nicht darauf konzentriert zu sein, in welcher Weise diese Entscheidung ihr Leben beeinträchtigen könnte. Sie war so erfüllt von Gottes Zuwendung, dass sie voll Vertrauen ihr Ja aussprechen konnte. Lassen wir uns doch von dieser Einstellung mitreißen und versuchen wir, auf Gottes Anfrage mit Ja zu antworten. In dieser heiligen Messe bitten wir mit Ilse Falkner zu Ehren der Gottesmutter als Dank und Bitte. Auch bitten wir mit Elisabeth Kirchbaumer für die verstorbene Mutter. Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böse getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worte und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unser. Der mächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gott, als dein Sohn auf dem Altar des Kreuzes starb, gab er die seligste Jungfrau Maria auch uns zur Mutter. Erhöre uns gnädig, die wir unter ihren Schutz und Schirm fliehen und ihren mutterlichen Namen aufrufen, und schenke uns Kraft und Zuversicht. Und schenke uns Kraft und Zuversicht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr. Die Nachkommen meines Volkes werden bei allen Nationen bekannt sein und ihre Kinder in allen Völkern. Jeder, der sie sieht, wird erkennen,
Das sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet hat. Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils. Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit. Wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen hervorbringt, so bringt Gott der Herr Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor allen Völkern. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt. Ist sie jetzt schon im sechsten Monat? Denn für Gott ist nichts
unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott hat unsere Namen in seine Hand geschrieben. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria bitten wir. Nimm die Christenheit unter deine Obhut und bewahre sie vor terroristischen Angriffen. Erbarme dich deines Volkes. Ermögliche ihr eine friedliche Begegnung mit den Anhängern des Islams. Erbarme dich deines Volkes. Bewahre die Völker vor Angst und Verzweiflung, schaffe Recht den Unterdrückten. Erbarme dich deines Volkes. Nimm unsere Familien in deinen Schutz, erhalte die Gatten in der Treue. Erbarme dich deines Volkes. Gewähre deinen Segen allen, die den Namen der Gottesmutter tragen. Erbarme dich deines Volkes. Ilse Fackner bittet zur Ehren der Gottesmutter als Dank und Bitte. Auch bittet Elisabeth Kirschbaumer für die verstorbene Mutter. Erbarme dich. Barmherziger Gott, dir vertrauen wir und danken dir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr, schau gnädig auf diese Gaben und erleuchte unsere Herzen mit dem Licht des Heiligen Geistes, damit wir nach dem Beispiel der seligen Jungfrau Maria deinem Sohn anhängen, für ihn allein leben und ihm allein in allem gefallen. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist dir in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. In seinem Namen allein ist das Heil, und vor diesem Namen beugt sich jedes Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde. In deiner gütigen Vorsehung hast du auch den Namen der seligen Jungfrau Maria zu großer Ehre erhoben, damit er im Munde der Gläubigen immerfort erklingen. Denn wir schauen sie als leuchtenden Stern, rufen sie im Gefahren an als unsere Mutter und suchen bei ihr voll Vertrauen Zuflucht in unseren Nöten. Darum rühmen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind in Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diesen Abend herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinem Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg in der Welt, erbarme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg in der Welt, gib uns Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich zu mir.
Lasset uns beten. Herr, du hast uns am Tisch des Wortes und des Sakramentes gesteckt. Hilf uns, dass wir unter der Führung und dem Schutz der heiligen Maria meiden, was dem Christennamen widerspricht, und tun, was ihr von uns fordert. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Vielen Dank, dass Sie dabei sind und dass wir zusammen den Gottesdienst gefeiert haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Der Herr sei mit euch. Er segne euch, der barmherzige Vater, auf die Fürsprache Mariens, der allzeit jungfraulichen Mutter, durch die ihr die Schuld der ersten Frau getilgt hat. Amen. Jesus, der Herr, wurde im Schoß der seligen Jungfrau unser Bruder und Retter. Ihr reinige eure Herzen von aller Ansteckung der Sünde. Amen. Der Heilige Geist mehre in euch die Gnade des wahren Glaubens und schenke euch unzerstörbare Hoffnung, damit ihr auf dem Weg des Evangeliums bleibt und hinfindet zur himmlischen Heimat. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.